Seit rund 3 Wochen finden auf dem Gelände des Begegallo-Straße in Bregenz archäologische Ausgrabungen statt. Bei Bauarbeiten wurde ein zum antiken Brigantium gehörendes Gräberfeld entdeckt, das nun von Tiroler Archäologen untersucht wird. Also man hat hier das zum antiken Brigantium gehörende Gräberfeld gefunden. Belegt wurde es von der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts bis zum beginnenden 5. Jahrhundert. Wir haben hier sowohl Urnenbestattungen, also Brandbestattungen, als auch Körperbestattungen. Man sieht im Hintergrund, Ihre Kollegen sind an Ausgrabungen dran. Was genau wird hier bearbeitet? Also hier sieht man, wie Brandbestattungen freigelegt werden. Wir sehen die Reste von Urnen und Beigabengefäßen. Vorne haben wir eher ein zerschärftes Exemplar. Im hinteren Bereich sieht man schön die Urne noch ganz vorhanden im Boden. Sie ist natürlich gebrochen, aber generell ist sie komplett erhalten. Die Urnen sind das Gefäß, in dem man den Leichenbrand gegeben hat und dann in diese Urnengrube abgetieft hat. Die Beigaben bestehen aus Gefäßen aus Glas bzw. Ton. Wir haben Fibeln dabei aus Bronze, wir haben Münzen, wir haben Lämpchen aus Ton. Man hat eben dem Toten alles mitgegeben, was er zu Lebzeiten auch benötigt hat. Neben den Urnen der Brandbestattungen wurden auch Körpergräber freigelegt. Wir haben hier 2 Exemplare von Körpergräbern. Sie sind Ost-West orientiert, also die Schädel liegen im Westen. Generell muss man sagen, dass die Körperbestattungen die jüngeren Gräber darstellen, weil die Bestattungstradition von Urnenbestattungen hin zu Körperbestattungen geht. Teilweise hat man sie natürlich auch parallel, aber spätestens dann im 4. Jahrhundert wechseln dann die Körperbestattungen die Urnenbestattungen ab. Was für einen Laien nach einfachen Keramikscherben aussieht, entpuppt sich als archäologischer Schatz. Es ist so, dass wir natürlich ganz gut unterscheiden können zwischen neuzeitlicher Keramik und römischer Keramik. Die Keramik ist anders beschaffen, ist anders engubiert. Es gibt zum Beispiel keine Glasur bei römischen Keramikstücken. Rein vom Dekor her sieht man ganz eindeutig die Unterschiede, also keine Verwechslung möglich mit neuzeitlichem Scherbenmaterial. Nach Abschluss der Grabungsarbeiten werden sämtliche Fundstücke geborgen, inventarisiert und anschließend nach Innsbruck gebracht, wo sie im Bundesdenkmalarchiv für die Zukunft aufbewahrt werden.